64 und 14, ist doch wunderbar. Natürlich allerdings wissen, was leuchtet da so. Ach, die Dingern da, ja. Man kann hier so vertrauenserweckend reingehen. Und hier ist nichts. Sind wir auf jeden Fall schon mal hier in dem Gebiet. Hier ist unser Dingens. So, guck mal, der Baum ist komplett weg. Dann geht hier der Weg entlang. Das ist doch wunderbar. La 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 la. Wunderbar, wollte ich sagen. Ich habe ihn zu spät gerade gesehen. So, hier fühle ich mich ein bisschen sicherer, weil dann. Ich wollte gerade sagen, also wenn die mich jetzt gesehen hätte in dem Radius. Erstmal eine Runde schlafen. Allerdings gehen wir erst eine Runde schlafen, wenn wir hier einmal aus dem Fenster geschaut haben. Ich habe Texturenpack, ja gut, sieht jetzt. Es sieht nicht besser und nicht schlechter aus, also. Das Feuer ist interessant, der Hafen gefällt mir trotzdem wirklich sehr, sehr gut. Schön den Koller bekommen und gute Nacht. Ins Bett gefallen. Nicht aus dem Bett gefallen, das passiert jetzt zuerst, aber dann waren wir tatsächlich. Ja, komm, das packen wir so hin. Sind wir tatsächlich aus dem Bett gefallen. So, pass mal auf. Packe ich alles hier rein, weil brauchen wir nicht. Das lasse ich hier, das lasse ich hier, das lasse ich hier. Die Steine nehme ich mal mit. Apropos, warte mal, warte mal, warte mal. Ich mach's mir nur als Erinnerung. Schaufeln ist auch schlecht. Hierauf. So war das hierauf. Jetzt den Weg möchte ich noch gar nicht gehen, weil anscheinend sonst nichts. Sich auch, wo diese Sehne herkommt, ne? Machen wir es so. Machen wir es so. Gehen wir mal den Weg hier ganz normal weiter, ne? Als ob nie was gewesen wäre.
In der Hoffnung, dass es nicht gleich zischt. So, die nehmen wir auch noch mit. Was willst du von mir? Da können wir ja Folgendes machen, dass wir halt diesen Weg haben zum Portal. Geht dann halt so rum, so rum, so rum, ne? Ist ja okay. Nein, 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 nicht, ja. Wir schauen mal. Im Notfall grabe ich mich hoch. Hier ist nämlich schon Wasser. Und hier ist anscheinend die Freiheit. Das kommt doch super hin. Also das kommt ja jetzt echt super hin. Hier so als kleiner Geheimgang. Gut, hier ist halt die Gefahr, dass hier was spawnt, ne? So, dann hätten wir das als Geheimgang. Machen wir mal so. Als Geheimgang. Mit genug Licht. Also theoretisch dürfte da sogar gar nichts spawnen. Und dann machen wir das mal so. Ich sag jetzt mal. Obwohl, nein. So machen wir dann nämlich so, ne? Ich sag jetzt mal hier. Hier. Kommt der nicht hin, ne? Hier, da. Und vielleicht hier nochmal. Dann hätten wir einen Geheimgang dahin. Oder zumindest auch einen Weg, einen ausgetretenen Weg. Es soll ja nicht unbedingt wirklich ein Geheimgang sein. Es soll mehr so. Ja, es ist ausgetreten. Es ist so. Da war lange schon keiner mehr. So soll das halt aussehen oder wirken. So, wenn wir ja schon mal dabei sind, können wir nicht das machen, sondern so und so. Sieht.
Der Hund bleibt da drin, ist mir auch egal. Dann haben wir tatsächlich einen Weg, den wir jetzt auch nutzen können. Ich weiß nicht, vielleicht will ich noch erst ab dahin starten, weil das ist so auffällig irgendwie. Aus. Pass mal auf, da machen wir mal einfach, weil wir es können. So, uns fehlt ja, glaube ich, ein Stückchen Holz, weil wir das ja irgendwo weggenommen haben, wieder hinplatziert haben. So, dann beginnt da hinten, also hier hinten erst der Weg, das. Da guckt man nicht so sehr drauf. Also das kann besser sein. Ja, komm. Ja, jetzt haben wir wieder 12. Hier haben wir ein bisschen Schwarzpulver. Die Steine lasse ich mal hier, weil die werden wir nicht brauchen. Ne? So, dann lass mal eben gucken. Okay, kannst du knicken. Kannst du knicken. Dann wird es hier nicht gemacht. Ach, 3 Keys sogar. So. Ganze Knicken wird hier nicht gemacht. Okay. Gut, dann eben nicht. Die Blumen nehmen wir mit. Genau, die Steine nehmen wir mit. Die sieht man so nicht, schade. Gott, das sieht aus wie ein Gesicht. Ups, jetzt bin ich einmal zu oft auf Rechtsklick gekommen. Sieht aus wie ein Gesicht mit Beule oben, also mit so einer Platzwunde oder so, keine Ahnung. Das ist... Okay, der Mond sieht ein bisschen besser aus, finde ich, weil das hier so 2 Würfel in einem sind. Das sieht irgendwie cool aus, aber na... Doch nicht so. So. Hör mal zu, du Händlergedöns. Kann man den noch anquatschen, wenn der? Ja, kann man. Der hat gar nichts, ne? Tiere ärgern. Der Mond sieht irgendwie besser aus. Auch in der Optik. Ey. War ein Penner, ne? Ey, was ein Penner. So, pass mal auf, jetzt müssen wir uns ja irgendwas suchen, wo der nicht hinkommt. Penner, ey.
Wisst ihr was? Ich glaube, es nützt nichts. Weil bevor wir hier echt wieder weg sind vom Fenster. Wenn der Creeper jetzt nicht gekommen wäre, wäre alles kein Problem gewesen. Aber scheiß auf den Block, ey. Machen wir einfach neu. Au, kannst du nicht einfach. Ey, Zombies haben so eine extreme Reichweite, ne? Das ist schon. Die Reichweite sollte auf schwer sein oder so. Aber nicht so, ey. Das ist ätzend. Oh, tatsächlich, die gehen mittags viel schneller. Das war, glaube ich, mal eine Zeit lang so, nur Kürbisse ging mit der Axt und die Melonen musstest du sogar mit dem Schwert abbauen, weil das so die Geschwindigkeit von der Axt dann war. Ich würde gerne wissen, wo der ist. Ich würde ihn halt liebend gerne überraschen. Der halt nicht rechnet. Ach, sieh an. So, ich hoffe, Überraschung genug. Weizenkörner können weg, also die brauchen wir definitiv nicht. Augen waren hier, Knochen waren hier. Von den Melonen her geht das so. Die Melonen kommen hier rein, die Schokostückchen kommen hier rein und die Kekse. Ja, machen wir mal so. Die können da liegen bleiben. Okay, keiner hier, keiner da. Das ist ja sehr interessant. Seide. Haben wir hier Zuckerrohr? Machen wir ja aktuell nicht. Bücher, drei Bücher, ja. Wir können ja wohl. Schon mal alles. Alles bereitlegen.
Au, okay. Gewonnen. Nö, das war's. Das sind unsere, das sind seine Pfeile. Na dann. Sonst keiner? Okay. Hier irgendeiner, der Stress haben will. Nicht? Okay. Es sind so wenig Monster. Das sieht so grottenhässlich aus. Es tut mir leid. Also der Kasten ist echt hässlich. Im Gegensatz zum Mond. Wie schaut's denn hier erstmal aus? Felderweiterung muss ja nicht unbedingt. Wir könnten die Tiere auch mal ein bisschen umsiedeln. Dass die dann hier freie Fläche haben und sich nicht in die Quere kommen. So wie da jetzt. Zäune hätten wir ja genug aus der Mine. Da können wir die da auch endlich los, weil das nervt irgendwie. Können die Hunde da vielleicht auch hin? Obwohl das Feld, das reicht. Das reicht für uns, das reicht für uns. So was Kleines reicht für uns. Ich überlege halt gerade. Weil dann könnten wir wirklich das so machen, dass wir dann in der nächsten Aufnahme in dem Fall dann hier mal nachschauen, dass hier alles soweit Boden und dass wir dann einen kleinen. Oh, das sind aber auch Vorbereitungen. Ja, das ist aber gut, dann haben wir was für die nächste Aufnahme. Dass wir dann da so ein Tierstall, also jetzt in Anführungszeichen so eine Weide, praktisch wie so eine Weide haben. Vielleicht auch mit Stall. Ich weiß nicht, wie man so einen Stall baut. Ich wüsste jetzt nicht, was wir sonst großartig machen könnten. Jetzt zum Beispiel für dieses, also für diese Aufnahme. Es ist ja jetzt noch eine Folge in dieser Aufnahme, bevor ich dann aufhöre. Weil ich halt übel müde bin. Ich kam jetzt gerade erst von der Arbeit wieder und das macht der Körper anscheinend auch nicht so gerne mit. Also die Augen fallen einem schon fast hier zu. Ja, komm, eine Aufnahme, eine Folge geht noch. Oh, ein interessanter Tisch von dem Typen. Schleifsteine. Reparieren, entzaubern. Ugh, nee, bloß nicht. Entzaubern schon gar nicht.